Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. So, wir waren das letzte Mal ja unten. Ich muss da nochmal schnell gucken, ob ich da alles fertig hatte. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr wirklich erinnern, aber ich glaube, es war weitestgehend fertig. Es fehlten dann nur noch die Upgrades, ne? Und dass die Kisten mehr Platz haben. Aber sonst ist das fertig. Genau, hier sollte noch eine Tür hin. Hier können wir auch mal das da rausnehmen. Komme ich nicht ran. Und hier einen schönen Stein hinmachen. Können wir auch eigentlich noch mal. Haben wir noch Stufen? Nee. Dann mache ich welche. Und hier haben wir ja eigentlich auch Holz dabei. Dann brauchen wir jetzt wegen den Falltüren nicht noch mal nach oben. So. Und so, ich denke, ne? So ist das optimal. Genau. Funktioniert. Okay. Das funktioniert auch. Dann können wir hier eigentlich auch die Kisten dann wegnehmen. Da würde ich die obere, also eine hier stehen lassen, eine hier. Eine für Krimskrams und eine dann eben für. Na, für die, wie heißen die Dinger? Eisenhacken oder überhaupt Hacken. So, die sortieren wir auch raus. Dann können wir eigentlich dann das nächste Mal, wenn Malkondo dann wieder mit in der Aufnahme dabei ist, gehen wir dann mal nach Oakville ins Tierheim und gucken da nochmal, dass wir da ja nochmal ein paar Vögel und eventuell ein paar Enten kaufen. So, jetzt ist das Ding dummerweise voll. Das heißt, wir gehen nochmal eben nach oben. Ein paar Upgrades machen. Das sollten wir auf jeden Fall noch tun, weil wir da schon einiges an Zeug haben und ja auch einiges an Zeug brauchen. So, mal schauen, eventuell, dass wir uns dann auch nochmal Rucksäcke kaufen. Das fände ich auch nicht schlecht. Upgrades. Das war die Schablonen, genau. Und das und Stöcker. Halt, falsch. Ach, und Komparatoren brauchen wir noch. Haben wir denn noch Redstone? Wir haben noch Redstone-Blöcke auf jeden Fall. Wir haben noch Redstone-Blöcke. Warum sind wir eigentlich das letzte Mal losgelatscht? Wir noch Redstone-Blöcke haben. Uiuiui. Okay, Stöckchen irgendwo noch. Nee. Dann machen wir noch mal welche. So. Das so. Dann brauchen wir auch Stein. Ach, Quarz brauchen wir ja auch noch. Das habe ich jetzt vergessen. Quarz. So, Stein. Quarz und die Fackeln. Okay. Stimmt das denn auch alles? Oh Gott, jetzt muss ich erst mal gucken hier. Da. Da brauchen wir keine Komparatoren für. Das brauchten wir für den Füllstandsanzeige. Ei, ei, ei. Okay, das ist so. Das war so, ne? Genau. Okay, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Gucken wir mal, wie viel wir schaffen. 5 Stück, ja, das kriegen wir hin, das ist gut. Okay. Dann machen wir uns noch eine Schablone. Das war Basic Trust und dann Dings und zu. Und Basic Trust kann man machen mit. Ah, ich versuche mir das so langsam alles zu merken, sollte ich ja auch, so oft wie ich das jetzt mache. Nein, das ist ein Frame. Wie war denn jetzt noch ein Basic? Das ist nur eine Verkleidung.
Das Fichte. Ach, nehmen wir Tropenholz, ist ja eigentlich auch egal jetzt. Dann war das so. Ja, okay. Gut, und dann war das das und zu, ne? Ja. Elf Stück haben wir dann jetzt hier nochmal. Und dann würde ich jetzt gerne die Füllstandsanzeigen nochmal machen. Für unten. Füllding. Status Upgrade. Füllstand. Genau. Ja. Ich habe keinen Redstone mehr in der Tasche. Da haben wir auch so gar keinen mehr. Dann machen wir uns den auseinander hier. So, das und das. Wie viel sind das jetzt? 6. Das reicht uns nicht. Wir brauchen ein paar mehr. 8 brauchen wir. Na komm, wir machen noch ein paar. So. Stöckchen. Quarz haben wir da. Ist das so? So, okay. Dann lassen wir das erstmal so. Den tue ich mal auspacken. Ein paar Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen muss. Die Stöcker können wir eigentlich gleich mal einsortieren. Steine auch. Den Granit, da können wir doch da hinten die Ecke schon zu machen. Und die Falltür auch erstmal dahin. Dann können wir nämlich hier schon Zuckerrohr mitnehmen. Da haben wir ordentlich was. Also sollten wir tatsächlich drüber nachdenken, eventuell das erste... Also die ersten Pecunias gar nicht unbedingt in Tiere zu investieren, sondern in den Rucksack. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So, dann jetzt hier erstmal die Upgrades drauf. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Und dann die Füllstände. Und dann das. Ja, das ist schon ein bisschen was. Also ich würde hier dann eigentlich schon 2 reinmachen. Weil ich glaube, da haben wir letztendlich am meisten. Und hier werden wir eigentlich nie wirklich so mega viel haben. Deswegen da, jetzt machen wir nur 1 rein. Und hier kann ich das noch überhaupt nicht absehen bei den anderen Sachen. Da haben wir auch noch gar nicht großartig geerntet. Nein, das da. Ich würde die jetzt einfach abbauen. Meine Hacke ist bald hinüber. Bei Effizienz 3 ist jetzt auch nicht so der Bringer. Und die Truhen stellen wir jetzt einfach wieder dahin. Und dann die... hierhin. Und da kommen dann einfach die Hacken rein. So, genau. Und dann hier jetzt noch einmal... das einsortieren, dann können wir noch den Rest von oben holen, dann haben wir alles schön sortiert und dann ja, so langsam wird das dann, da füllt sich das da und wir kriegen einiges an Pecunias zusammen. Na, lass mich da durch. So, kann ich gar nicht auspacken hier. Es ist alles voll. Das kann ich doch schon wegsortieren. Glas ist schon sortiert. Den Kaktus nehmen wir auch mit raus. Also Glas ist schon mal weg. Aber mehr haben wir hier tatsächlich noch nicht wirklich wegsortiert.
das. Die goldenen Karotten lassen wir erstmal hier. Ah, und die Strohballen, die lassen wir auch hier oben. Die nehmen wir nicht mit nach unten. Weil hier alle Türen offen lassen, weil da permanent hoch und hoch, hoch und runter rennen muss. Ja, und dann mit dem Lager. Gucken wir mal. Also ich bin noch am Überlegen, ob ich das... Achso. Ob ich das Holz mit in die Abteilung Grünzeugs packe. Dass wir irgendwie ein Lager mit Holz machen. Und weil wir ja auch noch die Mitte haben, die wir vollstellen können. Ich weiß nun nicht, noch nicht genau, ob ich im Storage Stores Rücken an Rücken stellen kann und die dann funktionieren. Oder ob ich auch was, ja, quasi einen Block dazwischen haben muss. Wobei das ja eigentlich schöner aussehe, wenn da ein Block dazwischen ist. Das kriegen wir schon alles noch hin und finden wir auch raus. Also die Getreide, also die Strohballen, die würde ich einfach hier oben lassen. Die können dann eigentlich nochmal hier irgendwo mit in die Blöcke rein. Das bleibt alles hier, bis auf Kaktus. Kaktus geht nach unten. Das bleibt hier und Melone geht nach unten. Und Kürbis und Äpfel bleibt auch hier. Also eigentlich nur alles, was wir unten anbauen. Ach, ich drücke mal die Schleichentaste statt die Sprintentaste. So. Okay. Bis auf die... Warum sind die nicht wegsortiert worden? Was ist daran verkehrt? Ach. Die sind von Dennis noch. Okay, dann packen wir die woanders hin. Gut, dann haben wir ja eigentlich das erstmal weitestgehend sortiert. Dann können wir uns Gedanken weiter um die anderen Sachen machen. So, die kommen dann damit rein. Ich würde hier abbauen. Das, was leer ist, kommt weg. An Kisten schon mal und an... Und da ist noch was drin, das nehmen wir trotzdem erstmal da raus. So, das packen wir hier mit rein. Okay, aber da ist noch Erde drin. Erde, genau, Erde könnte doch einen Riesen-Upgrade gebrauchen. Da haben wir doch schon was, wo das ran kann. Zack. Und da haben wir auch noch gar keinen Füllstandsdings dran. An den Dingern hier. So. Dann kriegen wir doch die Kiste hier auch weg. Auch wegsortiert. Sehr schön. Ja, wie gesagt, mit dem Holz bin ich noch am Überlegen. Das wollte ich ja eigentlich dann hier hinpacken. Wir haben noch ein paar Blöcke. Noch die Netherblöcke und wir haben noch Prismarin und so. Das würde ich dann jetzt eigentlich hier hinpacken wollen. Wir haben noch die Getreideballen. Ich würde jetzt einfach mal Folgendes tun. Quarz, haben wir Quarz nicht schon? Doch, Quarz haben wir schon. Quarzblock haben wir schon wegsortiert. Weg damit. So, das behalten wir hier. Netherquarz, das ist, hier ist noch Erde. Kann auch weg. Da ist auch noch Erde. Sortieren wir auch gleich mit weg. Also, wir haben weiß gefärbter Ton von Pinky. Ah ja. Das kommt also auch erstmal da rein. Und dann holen wir uns hier noch die Sachen, die wir noch... Hatten wir nicht noch Prismarin? Genau. Prismarin-Ziegel, Prismarin, dunkler Prismarin. Gibt es noch anderen Prismarin? Wir schauen einfach mal hier in die Dings rein. Ne, anderen Block gibt es nicht und das sind halt Sachen, die wir woanders einsortieren. Also die drei Blöcke plus das.
Dann haben wir Netherstein. Aber jetzt ist die Frage, wo haben wir den Netherstein hingepackt? Haben wir noch Netherstein? Oder haben wir den komplett gebrannt? Da ist auch noch Zeugs drin. Oh, da ist noch ganz viel weißer Dings. Und da ist ein Redstone. Stein. Ja, ich glaube, wir haben alles an Netherstein gebrannt. Was natürlich ein bisschen doof ist. Sonst müssten wir uns erstmal ein Schild oder irgendwas vor die Kiste machen. Wir platzieren diese Blöcke hier. Und den da. Und dann packen wir da ein Schild hin. Netherstein. Und dann ist das Nether. Rote Netherziegel. Netherwarzenblock. Den können wir vielleicht noch craften. Netherrack. Ja. Und Netherziegel. Rote Netherziegel. Rote Netherziegel. Müssen wir Kondo und ich demnächst mal ins Nether gehen? Und mal schauen. So, wie mache ich den? 9. Mhm, okay. Dann haben wir den nämlich auch. Ich glaube, den roten Block, den können wir nur craften. Den können wir nur, abbauen, wollte ich sagen. Aber nein, wir können den craften. Das ist ja cool. Mit Netherziegel und, Netherwarzen. Mensch, da kriegen ja die Netherwarzen mal so eine richtige Bedeutung. Die hat man ja vorher eigentlich überhaupt nie gebraucht. Das war ja immer so ein Ding. Was sollte man mit Netherwarzen machen? Die waren eigentlich immer total überflüssig und dann auch um so viel. Ja, cool. Okay, so, haben wir auch. Dann können wir da das Schild wegnehmen. So. Prismarin Nether. Hier habe ich Fackeln drin, dann machen wir doch da komplett Licht rein. Und zwar hier noch Nether, Glowstone. Und da habe ich noch mehr Glowstone, da habe ich auch noch mehr Fackeln. Und wir haben doch irgendwo hier auch noch sicherlich, da, Seelaternen. Genau, dann haben wir hier nämlich alles an Licht. Stöckchen, Pecunias, was auch immer wir da reinmachen, das werden wir dann sehen. Das finde ich schon mal gut. So, dann haben wir 3 Prismarin-Zeugs, 3 Nether-Zeugs und noch den da. Aber das ist jetzt irgendwie mit dem das ist ein bisschen doof. Netherstein. Können wir Dings machen? Ja, und dann haben wir da noch das. Okay. Alles klar. Dann machen wir das so. Hab ich denn noch genug Boxen? Ja, da haben wir. Und einzelne. Genau. Und dann kommen in die einzelnen. Dann das Prismarin, der kommt da rein. Dann Prismarin-Ziegel und dunkler Prismarin. Und hier machen wir das gleiche. Unten. Hier unten kommt dann der Netherstein rein. Und ja, da müssen wir nur ein Schild ranpacken. Geht das? Ja. Netherstein. So. Okay. Dann hätten wir ja noch die
Bricks, die Nether Bricks, die, nein, nicht die, ach, wie heißen die denn noch, die Ziegel, gebrannten Ziegeln. Die können wir ja eigentlich auch hier dann irgendwo mit unterbringen. Da haben wir da die Ziegel, dass wir die hier reinpacken. Nein, falscher Raum. Hier ist das richtig, genau, dass wir die Dinger dann einfach da reinmachen. Ne? Dann haben wir hier nämlich auch schon wieder schön die Verbindung. Und dann müssen wir mal überlegen, wie wir da weitermachen. Okay, ich würde jetzt aber erstmal den Part beenden und im nächsten schauen wir dann weiter. Also bis denn. Ciao, ciao.